Um diese Masse anzuheben, brauchen wir eine Kraft von, wie vom Dynamometer angezeigt, 2 Newton. Jetzt werde ich die gleiche Masse anheben, aber dieses Mal über diese feste Rolle. Also können wir die Kraft jetzt nach unten ziehen lassen und am Dynamometer ist zu erkennen, dass wir wieder eine Kraft von 2 Newton dazu gebrauchen. Also eine feste Rolle dient lediglich dazu, den Richtungssinn oder sogar die Richtung einer Kraft zu ändern, aber nicht ihre Stärke. Um diese Masse anzuheben, brauchen wir, wie vom Dynamometer angezeigt, eine 2 Newton starke Kraft. Jetzt werden wir die gleiche Masse anheben, aber dieses Mal anhand einer losen Rolle. Und wir sehen am Dynamometer, dass die dazu benötigte Kraft nur noch 1 Newton beträgt, aber wir erkennen auch, dass der Weg, der vom Dynamometer zurückgelegt wird, doppelt so groß ist wie der Weg, der von dieser anzuhebenden Masse zurückgelegt wird. Somit dient eine lose Rolle also zu einer Kraftminderung, eine Verkleinerung der Kraft. Auch hier heben wir diese Masse an und am Dynamometer ist abzulesen, dass wir dazu eine Kraftstärke von 2 Newton brauchen. Jetzt werden wir eine gleich schwere Masse anheben, dieses Mal aber über die Kombination von dieser festen Rolle und dieser losen Rolle. Jede Kombination von festen und losen Rollen nennt man Flaschenzug. Wir stellen fest, dass die anzuwendende Kraft hier nur noch 1 Newton beträgt, genau die Hälfte von der Kraftanwendung von eben. Wenn wir jetzt den zurückgelegten Weg vom Dynamometer beobachten und den von dieser Masse, dann stellen wir fest, dass der zurückgelegte Weg vom Dynamometer doppelt so groß ist wie der von dieser Masse, wegen diesen beiden Kordelhälften. Ein Flaschenzug dient also dazu, die Richtung einer Kraft, den Richtungssinn einer Kraft sowie auch die Stärke einer Kraft zu verändern. Vorteil hier ist natürlich, dass diese Kraft, die anzuwenden ist, geringer ist als die, die man anwenden müsste ohne Flaschenzug. Bei einer festen Rolle gilt also, die anzuwendende Kraft ist genauso stark wie diese Gewichtskraft. Bei einer losen Rolle ist die anzuwendende Kraft genau halb so groß wie diese Gewichtskraft. Und demzufolge ist die anzuwendende Kraft bei diesem Flaschenzug halb so groß wie diese Gewichtskraft. Bei diesem Flaschenzug wird diese Gewichtskraft G zuerst in 3 geteilt, also so, und wegen diesen losen Rollen werden diese 3 Kräfte nochmal jeweils durch 2 geteilt. Was also bedeutet, die Kraft, die wir hier anwenden müssen, das ist die Hälfte von solch einer Kraft, also 1/6 der Gewichtskraft.